So, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde, zurück bei einer neuen Folge von Let's Play Need for Speed. Das vor mir, meine Freunde, ist Chantal und mein Name ist Padilabi und wir machen weiter mit dem Let's Play. Was könnten wir denn dazu machen? Ich glaube, wir machen mal Risky Devils Zeug. Einfach aus Prinzip. Da fahren wir mal hin, weil es in der Nähe ist. So. Nö, Bußgeld, $50, das kannst du dir gleich in den Arsch schieben. Das ist doch eh euer Stundenlohn, das hast du eine Stunde zusammen, Kollege, da brauchst du nicht mich extra aufhalten. Aber ich finde schon, dass er mit diesen neuen Scheinwerfern einfach noch geiler ausschaut. 38. Rundkursrennen, das haben wir alles schon, meine Güte. Da kann man noch einen Donut machen. Oh, ernsthaft. Hier kannst du Geld. Kannst du ja haben, komm, die $50 da. Scheiß auf die $50. Meine Güte, dein Hauptsache lässt mich in Ruhe. So, leg los. Halb nach Vollgas. Chantal, gib Gas! Woo! Oh, Robin hat mittlerweile auch ein bisschen aufgesetzt. Seht ihr das? Oh, der war scheiße, der Drift. Der war mega scheiße. Aber was wollen die Bullen eigentlich immer von mir? Alter Schwede. Was war das gerade, Subaru? Herr Subaru, was ist los mit dir? Ich kann dich gar nicht wiedererkennen gerade. Der Drift war ja mal mega sick. Oh, die kommen immer nie hinterher. Wo sind wir eigentlich gerade? Irgendwie kommt mir dieses Stadtteil so unbekannt vor. Ja, danke. Ah, danke fürs Anschubsen, sehr nett. Naja, wir haben es auf jeden Fall geschafft und dieser eine Drift, der hat fast die ganze Punktzahl geschafft. Ich glaube, wir haben diesen einen Drift vorhin, haben wir 16.000 waren es und 13.000 oder so haben wir geschafft. Das war auf jeden Fall ein echt geiler Drift. Muss man den Subaru unserer lieben Chantal lassen, ja? Chantal, du machst Fortschritte. Große Fortschritte. Mann, das war der Hammer. Ich hab eine Weile zu tun, also mach dein Ding. Ich melde mich dann. Pass auf dich auf. Bis später. Oh, Magnus Walker. Hey, Kumpel, Magnus hier. Fahren wir das Rennen oder was? Melde dich, schnell. Cheers. Ja, wir können ja gleich fahren, aber ich will jetzt erstmal diese Ken Block Kacke hier noch fertig machen. Weil ich möchte unbedingt, ne, dem seine Aufmerksamkeit kriegen, Kollege. Und ich denke, wir haben jetzt endlich so nicht ganz seine Aufmerksamkeit, aber wir sind auf jeden Fall schon mal in seinem Visier jetzt. Und das wollten wir eben erreichen, ne? Dass wir Ken fucking Block auf jeden Fall schon mal auf uns aufmerksam machen. Das haben wir, ich glaube, durch den letzten Videotake auf jeden Fall erreicht.
Oh, knapper Drift, aber mal machbar. Oh. Immer diese Minikarte, da denkst du immer so, jetzt links, jetzt rechts, Oh, das war wieder so klar. Warum musst du auch Streifen haben, Kollege? Kommst du eh nie hinterher. Kannst du gleich aufgeben. Oh, boah. Dachte schon ich, ja, super. GG, Kollege, GG. Jetzt warte mal schnell, bis der Herr Polizist verschwunden ist. Aber ich denke mal, er wird uns so nicht finden, wenn wir unseren Motor aus haben. Das wurde ja immer so heiß, toll gesagt, so, ja, wenn du den Motor aus hast, dann bist du schwerer zu finden und so. Tja, jetzt ab. Den neuen. Okay, bis später. Bis dann. Den okay. Neuen, Alter. Nur ich und du, Großer. Sieh zu, dass du kommst. Risky Devil werden bei mir abhängen. Ciao. Es juckt mich doch nicht, ob die da bei dir abhängen. Aber ich bin noch nicht mehr der Neue. Wir haben jetzt mittlerweile, schlag mich tot, fast 40 Parts und ihr nennt mich immer noch der Neue. Wieso? Was habe ich euch getan? Ich bin nicht mehr der Neue. Ich bin wahrscheinlich schon euer Anführer oder so. Ich gebe immer Gas. Ach so, okay. Ich dachte, es ist wieder ein Drift-Contest, aber nix da. So. Au. Juhu! Wow! Leck mich am Arsch. Also die Federn müssen doch jetzt gänzlich zerstört worden sein, oder? Also normalerweise macht keine Feder der Welt sowas mit. Höchstens so ein aufgemotzter Tuning-Truck oder sowas. Weißt du, so ein richtiges Offroad-Ding. Sowas vielleicht. So, 46 Checkpoints auf uns, Alter, der Schwede, diese... Ah! Über die Polizei. Einfach mal über die Polizei machen, kein Problem, ist machbar. Mache ich auch immer. Über die Polizei einfach so springen. Huch, da lang müssen. Ja, das müssen wir nicht hinkriegen. Alles machbar. Unsere Chantal, die ist ja Tuning bzw. Drifting und den ganzen Scheiß mittlerweile alles super duper schön gewohnt. Die macht mittlerweile viel mit. Die Garantie auf ihr Auto bzw. auf den Motor hat sie eh verloren. Aber macht ja soweit nichts. Das war übrigens gerade ein Spieler. Haha. Mach nichts kaputt, Kollege. Und da vorne ist schon das Ziel, dann haben wir es geschafft. So. Perfekt. $12.000 mal wieder einfach so klar gemacht. Was will man mehr? Mehr in der Luft als auf der Strecke. Ja. Das dachte ich mir vorhin auch, als ich über den Polizisten gesprungen bin. Der hat erstmal meinen Auspuff von unten gesehen. Wer macht das schon, ne? Alles klar, Kumpel. Die hast du im Sack. Aber wir müssen weitermachen. Der Hype ist vorbei, wenn wir nur rumsitzen.
Also bleib dran, Junge. Wir haben jetzt zwei neue Drifting-Sachen. Ich möchte mal kurz gucken, wie viel Kohle haben wir. 106. Boah, leck mich am Arsch. Wir haben $106.000. Und wir machen einfach weiter. Weil wer weiß, vielleicht können wir dann, wenn wir diese ganzen Sachen erledigt haben, können wir uns ein schnuckliges neues Auto kaufen. Ja. Dann lassen wir uns mal hin teleportieren schnell. Weil, einfach so. Ja. Alter, $106.000. Das sind 100, was weiß ich, 102.000 Euro oder so, wenn nicht sogar ein bisschen mehr oder weniger, je nachdem. Aber über 100.000, denke ich, auf jeden Fall. Macker. Das ist viel Asche. So, Driftversuch. Das machen wir doch ganz geschwind. Verkackt. Ey, dass momentan immer die Polizei da dabei ist, das kotzt voll an. Das geht richtig in auf die wie sagt man, auf die Konzentration, wenn du dann auch noch den Bullen aufpasst, also auf die Bullen aufpassen musst, weil die könnte ich ja dann auch nicht schnappen und dann ist die ganze, oh ja, die ganze Mission quasi am Arsch. Das ist schon ein bisschen nervig. Alter Schwede! Hier waren wir doch schon mal, glaube ich, ne? Whee! Oh, komm schon. Es ist gleich vorbei. Ich hab's immer noch nicht voll. Ah. Okay, geschafft. Gerade noch so. Ach, schwierig, schwierig. Es war auch nicht gerade die perfekteste Leistung, aber kam noch mal. So, weiter geht's. Mann, ich bin die Läufe nacheinander gefahren. War insgesamt ganz gut, bis auf ein paar knappe Situationen mit den Kopf. Naja, gib ordentlich Gas, wir sprechen uns später. Peace. Guckst du hier, Fabrik? Schön. Das ist da drüben, ne? Da fahren wir auch noch schnell hin, oder? Ja, komm, fahr mal. Fahr mal hier, fahr mal hier. Das haben wir ja, glaube ich, in 2 Minuten. Oder 1 Minute. Sollte man da eigentlich da sein. Außer ich fahre so wie jetzt gerade, dann nicht. Gib Gummi! Wo kommt das Auto auf einmal her? Dann denkst du dir so, ja, driftest du ein bisschen umher. Alles easy peasy. Dann passiert auf einmal sowas, dass da einfach so ein Ding spawnt.
Chiori Kabocha. Ah ja. Ihr habt da super Namen da drin. Geben wir die von Menu ausgekundschaften Drift Events. Okay, Mann, halt dein Tempo und den richtigen Winkel und bleib an mir dran. Los geht's. Sollte machbar sein. Alter, Menu macht einfach mal 7000 locker. Cheater. Au, Cheater. Cheater. Alter, wie macht er das? Das kann's doch nicht sein. Geht doch. Ey, wie macht der das, Mann? Er ist immer besser als sie. Der hat doch an. Das war untersteuert, das war echt kacke jetzt gerade. Hallo Polizei. Wow, das war jetzt knapp. Der war Killer. Das war wieder kacke. Oh, der untersteuert immer so. Der verliert richtig Geschwindigkeit. Merkt ihr das? Der tut scheiße schalten. Der sollte eigentlich im dritten bleiben und dann einfach mal die Gosch schalten, so ungefähr. Das war scheiße, das war mega scheiße. Ich dachte, hier kommt schon die Abbiegung, wo ich rein muss, aber kommt erst hier. Das war echt blöde. Ey, diese Ecke hier, die ist echt scheiße. Ja, die 100.000 haben wir voll. Das ist auch schon mal was. Kann man mal machen. Und wir haben Level Up. Wir sind jetzt Level 39. So, wie viel haben wir jetzt insgesamt? 106 fucking 1000. Fast 107.000. Das ist viel. So. Ach ja, Frontleitbleche können jetzt gekauft werden. Das ist super. Alles klar. Jetzt muss alles zusammenkommen. Fahr vorausschauend und überleg, wo du hinfährst. Dann bleibst du auf der Bahn. Okay. Hallo Polizei. Na? Na? Das ist Provokation pur für die, glaube ich mal. So, ja, hier, komm, mach mal nochmal. Achso, stimmt, der Tisch vorbei hier. Ja gut, meine Freunde, dann würde ich mal sagen, machen wir hier mal kurz einen Cut. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Mit unserem geilen Subaru. Mensch, der wird ja heute hier richtig genutzt, diese Karre, ne? Normalerweise benutze ich jedes Auto in jeder Session mal, aber nö. Momentan ist der Subaru dran, ne? Also, bis zur nächsten Folge. Haut rein, tschüss.